ja, ich möchte euch jetzt gleich alle so ein bisschen was zu Hardware und auch zu Software sagen. Dann auch erstmal. PlayStation Vita wird wie kein anderer Handheld das Mobile Gaming revolutionieren. Wir haben dank der Power und der neuen Steuerungsmöglichkeiten, da können wir natürlich einige, die schon ausprobiert haben, auch beipflichten, haben wir eine Spieltiefe, die es bisher noch nicht gab und auch von der Qualität her halt ein riesen Mehrwert. Ja, die PlayStation Vita wird am 22. Februar bei uns in Deutschland erscheinen, in zwei Varianten. Wir haben zum einen eine Wi-Fi-Variante, Open Wi-Fi für 249,95 € und dann haben wir noch eine 3G-Wi-Fi-Variante für 299,95 €. Und ja, also ich hatte gerade schon gesagt, es wird das Gaming revolutionieren, die PlayStation Vita. Und es wurde auch auf der E3 und auf der Gamescom letztes Jahr auch gebührend gewürdigt. Mit dem E3 Award für die beste Hardware und auch mit dem Gamescom Award für die beste Hardware. Ja, wie man es vielleicht auch schon am Trailer sehen konnte, PlayStation Vita ist ein wahres Technikmonster, kann man schon fast sagen. Wir haben einen brillanten 5 Zoll OLED-Screen. Zum Vergleich, die PSP hatte nur einen 4,3 Zoll großen Screen. Natürlich extrem leuchtstarke Farben, was halt so ein OLED-Screen auch mit sich bringt, und das gibt es halt momentan auch noch bei keinem anderen Handheld auf dem Markt. Wir haben eine neue Benutzeroberfläche, die auch natürlich angepasst ist an die PlayStation Vita. Die können wir individualisieren, was die Farben angeht. Wir können die Bubbles hin und her rücken, wie wir das gerne möchten. Wir können bis zu 100 Anwendungen, Spiele darauf ablegen. Und ja, die ist natürlich sehr intuitiv und auch für die PlayStation Vita einfach gemacht. Wir haben keine Cross-Media-Bar mehr, sondern wirklich touch-optimiert diese Bubbles und schnell auf seine Anwendungen zugreifen kann. Weiterhin haben wir einen extrem leistungsstarken Prozessor, 4 Kerne, was die PlayStation Vita in Sphären dient, wie es wir sonst nur gewohnt sind von stationären Konsolen wie der PlayStation 3. Weiterhin 2 Kameras auf der Vorder- und auf der Rückseite. Natürlich gerade fürs Gaming, wenn wir Augmented Reality-Spiele spielen, extrem wichtig. Auf der Oberseite befindet sich ein Kartenslot. Das ist für die Spiele, für die Flash-Speicherkarten, die es in einem proprietären Format gibt von PlayStation. An der Seite befindet sich ein SIM-Kartensteckplatz für SIM-Karten, natürlich nur bei der 3G-Wi-Fi-Version.
Und da, also auch ganz explizit nochmal gesagt, es gibt keinen Symlog. Weiterhin haben wir noch einen Speicherkartensteckplatz, wird Speicherkarten in der Größe 4 GB, 8 GB und 16 GB geben. Die sind auch in einem proprietären Format, sind relativ klein, deswegen, wenn ihr die irgendwann mal in der Hand habt, bitte nicht einatmen. Und ja, darüber hinaus haben wir natürlich ganz neue, innovative Steuerungsmöglichkeiten, die wir so im Handheld-Bereich auch noch nie hatten. Ganz vorne mit dabei natürlich die Dual-Analog-Sticks, die wahrscheinlich jedem Gamer, der auch Mobile Games das Herz bluten lassen. Natürlich vor allem, wenn wir Ego-Shooter spielen, wenn wir Action-Adventure spielen, natürlich einfach genial zu haben. Dann muss man sich für seinen Nintendo 3DS auch keinen Adapter holen. Das Rückseiten-Touchpad, auch eine Weltneuheit, exklusiv nur bei der PlayStation Vita, wofür auch wirklich extra Spiele entwickelt werden und es auch wirklich sinnvolle Integration in Spiele gibt. Wir stellen uns vor, ich nehme jetzt mal als Beispiel Uncharted, wir wollen an einem Seil hochklettern und ahmen die Seilkletterbewegung nach. Ja? Birgt natürlich wieder ganz neue Möglichkeiten, sowas ins Spiel zu integrieren. Dann haben wir die Six-Axis-Bewegungssensoren natürlich auch am Start mit einem Gyroskopen-Kreiselinstrument, das die PlayStation Vita jederzeit weiß, wo sie sich gerade im Raum befindet, ja, dass ich sie neigen kann. Da gibt es natürlich auch wesentlich sehr, sehr tolle Möglichkeiten, das ins Spiel einzubinden. Wir haben einen elektronischen Kompass und einen Beschleunigungssensor. Dann natürlich auch die beliebten PlayStation-Tasten bleiben uns erhalten, die Schultertasten, wir haben das D-Pad, das Steuerkreuz und natürlich auch die PlayStation-Shape-Tasten. Dann last but not least gibt es auch ein integriertes Mikrofon, das nicht nur zum Chatten benutzt werden kann, sondern auch wirklich im Spiel Integration findet. Ja? Also zum Beispiel bei Reality Fighters nehmen wir einen Kampfschrei auf oder so. Ja? Oder wir schießen bei Wipeout 2048 Waffen damit ab, per Sprachsteuerung. Ja, so viel erstmal zu den Features. Hier nochmal kurz ein Vergleich der 3G-Wi-Fi-Variante mit der Wi-Fi-Variante. Rein physisch haben wir bei dem 3G-Modell, 3G-Wi-Fi muss ich immer dazu sagen, weil es halt auch Wi-Fi integriert ist in dem Modell. Rein physisch haben wir diesen SIM-Karten-Slot und ein integriertes GPS-Modul. Damit können wir dann überall, wo wir ein Mobilfunknetz empfangen haben, auch online gehen. Bei der Wi-Fi-Only-Wi-Fi-Variante sind wir da natürlich auch auf einen Wi-Fi-Hotspot angewiesen. Das Datenvolumen beschränkt sich, wenn wir im Mobilfunknetz sind, auf 20 MB und im Wi-Fi-Netz ist es natürlich unbegrenzt. Was die Ortung und standortbezogene Dienste angeht, wie zum Beispiel mir dann auch, können wir mit der 3G-Variante über das GPS, über das integrierte GPS-Modul nutzen, was wesentlich genauer ist auch, als wenn wir das über Wi-Fi mit der Triangulationsmethode machen, wenn wir da brauchen wir drei WLAN-Hotspots für, ist im Prinzip das gleiche, aber GPS funktioniert da wesentlich genauer. Es wurde auch schon angekündigt, es gibt eine Kooperation mit Vodafone, deswegen habe ich vorhin auch nochmal betont, es gibt keinen Symlog, aber der bevorzugte Partner von PlayStation, was den Mobilfunkanbieter angeht, ist Vodafone. Und da gibt es auch jetzt schon ein Vorbestellpaket von Vodafone, was sehr stark ist, mit der 3G-Wi-Fi-Version der PlayStation Vita, einem 8 GB Speicherstick und Voucher-Code für Wipeout 2048. Es gibt zwei verschiedene Tarife für die Vorbesteller. Wir haben zum einen einen Vertrag, den man abschließen kann, zu 19,99 Euro im Monat. Einmalige Zahlung 49,90 Euro. Und das setzt sich im Prinzip so zusammen, dass wir 9,99 Euro für den Tarif zahlen und 10 Euro, damit finanzieren wir dann unsere PlayStation Vita. Und es gibt dann die Möglichkeit auch noch eine Prepaid-Karte.
Dazu sei jetzt noch zu sagen, in jeder 3G-Wi-Fi-Version, die ab dem 22. verkauft wird, wird eine SIM-Card von Vodafone beiliegen und diese kann man auch direkt nutzen. Und somit eigentlich auch direkt diese 3G-Funktion nutzen, das ist für einen gewissen Zeitraum auch kostenlos. Danach muss man die halt aktivieren über Vodafone und dafür auch zahlen. Ja, das ist der Homescreen, der uns hier anstrahlt mit den verschiedenen Anwendungen, die auch bereits vorinstalliert sind, wenn wir die Konsole in der Hand halten. Und zum einen das Begrüßungscenter, ich gehe auf die einzelnen Teile gleich nochmal im Detail ein. Wir haben Party, wir haben die Gruppennachrichten, Fotos, den Music Player, den PlayStation Store, mir, die Profan, Freunde oder Freundeslisten und natürlich einen Internetbrowser. Das Begrüßungscenter ist im Prinzip eine Anwendung, wo wir die Grundfunktion unserer PlayStation Vita kennenlernen können. Wir haben verschiedene Spiele, die das Touchpad unterstützen, Bewegungssensorik oder auch Foto und das Mikrofon. Kann auch nachher hier angetestet werden. Ganz wichtig, der PlayStation Store. Also wir sind mit der PlayStation Vita voll integriert in den PlayStation Store. Wir können hier Spiele runterladen, Trailer, Demos, DLCs, alles was wir wollen. Wir müssen da nicht mehr auf irgendwas verzichten im Vergleich zu PS3. Darüber hinaus haben wir einen digitalen Backkatalog direkt schon zum Launch mit PS1 Classics, mit Minis, mit Essentials, mit den PSP-Spielen, wobei wir dann schon zum Launch im Prinzip fast über 650 Spielinhalte haben. Ne? On top kommen dann natürlich noch unsere Launch-Titel, wie es auf der Karte und natürlich auch bei mir noch im Store geben wird. Mir ist eine exklusive Anwendung für standortbezogener Dienst für die Vita. Hierüber können wir ja, in Kontakt treten und auch sehen, wer in unserer Umgebung auch eine PlayStation Vita hat, wer mit der PlayStation Vita spielt, was er spielt. Wir können uns die Kontaktdaten, die PSN-Daten von dem User angucken. Man muss es natürlich vorher auch freigeben, dass man das machen möchte, seine Standortdaten übertragen möchte. Und ja, auch ein sehr interessantes Feature, was da auch ganz witzig ist und eine tolle Integration für Spiele, ist, dass wir zum Beispiel Geschenke wie zum Beispiel Waffen oder Kostüme, die wir erspielt haben, an bestimmten realen Orten hinterlegen können. Und wenn ein anderer PS Vita-Spieler vorbeikommt, sieht er das über mir und kann das zum Beispiel aufheben und dann für sein Game nutzen. Ja, dann die Freundesliste, die wir auch von der PS3 kennen, wo wir ja, Informationen zu unseren PSN-Freunden finden, mit Avatar, mit der PSN-ID. Ist er gerade online? Wann war er das letzte Mal online? Was spielt er? Und natürlich können wir darüber auch schauen, was haben meine Freunde für Trophäen. Und Trophäen ist auch der nächste Punkt, gerade für Core-Gamer auch extrem wichtig. Ja, es gibt ja die Trophäen-Hunter, da sind sicherlich hier auch einige dabei. Und die müssen auch nicht mehr darauf verzichten, auf einem Mobile-Handheld Trophäen zu sammeln. Ja, und wir können uns die dann über diese Trophäen-App, können wir uns die Trophäen der PS Vita als auch die, die wir auf der PS3 erspielt haben, anschauen. Gruppennachrichten ist eine Nachrichtenfunktion, worüber wir Nachrichten verschicken können, aber auch ja, so einen Text-Chat machen können, wo wir auch Anhänge mit versenden können, mit bis zu 16 Leuten. Party ist im Prinzip eine Erweiterung der Gruppennachrichten. Darüber ist dann auch der Sprachchat möglich mit unseren PSN-Freunden.